So, Freunde der virtuellen Realität, willkommen zurück bei einem neuen Spiel, und zwar Dead Secret. Das gibt schon ein bisschen länger auf Steam. Jetzt gucke ich mal, wie ich das hier starten kann, weil irgendwie meine Controller sehe ich nicht im Spiel. Aber ich kann in meinen Körper reingucken. drücke einfach mal auf Start. Da geht er zum Haus. Schüsse Comfort Mode. For people extra sensitive to virtual motion. Most people. Ne, normal, ne? Change any time, okay. Harris Bullard was found dead in his study 5 days ago. Nobody believes me, but I think he was murdered. This house in the middle of nowhere holds the secret. There's a story hiding here, and I'm going to cover it. If I'm right, there are 4 major suspects. Graham Wellington, Josie Herrera, Cynthia Peckman, Bobby Sawyer. I'm not leaving until I find out what happened. Okay. Oha, guck mal. Ist deine Frau. Und sie läuft ein bisschen geknickt. Ja. Die Controller erkennt er nicht, also unsere Arme. Warum hat sie irgendwie vergipsten Arm? Und warum kann ich mich. The show aren't wasting any time selling off Bullard stuff. Okay, keine Ahnung, was Bullard heißt. Ah, das ist cool. Was ist das? A small parcel tightly with twine, I can't open. Also ein kleines Paket, das mit Schnüre gebunden ist. Ich kann es nicht öffnen mit meinen bloßen Händen. Ja, es ist so eine Art Adventure-Game, glaube ich. Wir sollen ja irgendwie so einen Mordfall aufklären. Oh Gott. Sehr viel zu lesen. Exclusive proof found dead in home. Professor wahrscheinlich. Harris Bullard, Appetite. Achso, das hat sie eben vorgelesen. Also ich überfliege das jetzt mal. Also er hat alles seiner Ex-Frau vermacht. Cynthia Peckman. Und die hat das Haus wohl verkauft. Police ruled death natural. Also die Polizei geht vom natürlichen Tod aus. Hier ist Bobby Sawyer. Ja, keine Ahnung. Found the body. Er hat die Leiche gefunden. Josie Herrmann. Before 2. Ein Assistant? Keine Ahnung. Seine Ex-Frau? Alter, die sieht schon aus, wenn sie umgebracht hat. Inheritor of. Naja, also sie ist die Erbin von dem gesamten Besitz. Das ist ein ehemaliger Former College Buffard. Auf Buffard. Ach, cool, das ist ein ehemaliger Arbeitskollege von dem Typen. Also wahrscheinlich auch irgendwie ein Professor oder sowas. This is it. The crime scene. Also da wurde der Tod gefunden. Ich guck mal, ob hier was. Oh, da ist ein Schlüssel im Schubfach. It's a small key. Okay, also wir sollen den Ort des Geschehens untersuchen. It's missing. Da fehlt der Knopf. Ein altes Piano. Es blockiert den Weg. Ich kann es nicht. I can lift the stub with one arm, even using the hand truck. Also sie kann es nicht bewegen, selbst wenn sie die Sackkarre da benutzen würde. Mit einem Arm. Alter, gib die Schubladen dir zu, ey. Ich glaube, ich drehe durch.
kleine Schlüssel hat die Tür geöffnet. Das ist wer Bobby Sawyer found. Also hier hat er Bobby Sawyer Bullards Körper gefunden. Er war schon seit ein paar Tagen tot. Wie bewege ich mich denn mal? Achso, guck mal, da ist was drunter. Das ist eine Page von meinem Manuskript hier. Ach du Scheiße. The man who could see with his skin. Hä? Der Mann, der mit seiner Haut sehen konnte? 1926 habe ich einen Mann getroffen, der mit seinem. Der mit seiner Haut sehen konnte. Seine Augen waren waren mit Wachs verschlossen und bandagiert. Er konnte trotzdem. Made aware of the. Ja, keine Ahnung, was das heißt. We had up signs, also wir haben Symbole hochgehalten, welche er lesen sollte mit seinen Fingern. Which he read. And fingers. Which he counted even when we stood behind him. Hä? We had up signs. She read and fingers. After the performance, I gave him $100 for the secret. He explained that he couldn't see as long as some part of his skin remained exposed to the air. Also, sie hat ihm $100 oder derjenige hat ihm $100 gegeben, damit er das Geheimnis verrät. Und er hat gesagt, dass er so lange durch seine Haut sehen kann, solange er irgendein Teil davon unverhüllt ist. Er hat beschrieben, dass es wie ein Wind oder eine Brise in seinem Gesicht anfühlt. Motion of the. After years of focus, the practice he had developed the. Oh! Alice Joe found dead in hotel. Oh, wurde aber umgebracht, wa? Oh, hab ich mich unterschrocken. Was war die Schulter? Wie kann ich das jetzt. Ah, okay. Schade, glaube ich, habe es gar nicht zu Ende gelesen. Da war, glaube ich, noch eine Seite, aber. Egal. Das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Something about this painting makes me feel uncomfortable. It's very bleak. Stehe ich überhaupt noch ein Bild? Oh, ich sehe meine Schepperwund-Grenzen nicht. Das ist ein bisschen unvorteilhaft. Diese Bücher sind vom selben Autor, Lafcadio Hearn. Es sieht aus, als wenn eins fehlt. Ja, das sieht sie jetzt natürlich sofort, dass ein Buch fehlt. Oh, Alter, wie viel muss man hier lesen? Ich habe keinen Bock, das alles zu lesen, ganz ehrlich. Tut mir leid. Zumal es ja auch alles auf Englisch ist. Auch nicht, das ist alles, was zur Story beiträgt, was hier drin steht. Ja, ich glaube, das bringt uns nicht weiter, wenn wir die ganze Zeit da drin rumdrehen. Eine Lehmfigur mit einem verrückten Gesicht. Eine ganz normale Lampe. Auf der ist in der Map. Ich habe niemals eine Karte gesehen, die ausgebreitet ist wie diese. Das ist. Da ist ein Punkt mit einem X markiert. Das müsste in Thailand sein, ne? Guck ich mal, ob ich den Ort hier auf dem Globus finde.
Das müsste theoretisch da sein. Das ist Japan. Was ist das? It's a small box. Das ist eine Kiste. Let's get a better look. Lass uns einen besseren Blick auf den Schreibtisch werfen. Da fehlt ein Stück. Hier, sagte ich doch gerade. Was ist das? Ist ein Zettel mit einem Freund-Symbol on it. Im Norden steht da drauf. Oh, noch mehr Text. Ja, ja, bla bla bla. Monokel? Tiny Camera, wie eine kleine Insel von der Kamera. Oh, Alter. Oh, kurzer Text. Harris Bullard, I am Woodcutter. Your past has a caught up with you. It's over. Das hört sich fast wie eine Morddrohung, ne? Wer ist Woodcutter? Der hat Buffert bedroht. Something, etwas, guckt hier raus, but the paper is so far into the feeder. Also da ist ein Zettel drin, aber der ist zu weit in der Schreibmaschine drin. Kann sie nicht rausziehen. Ja, dann mach das doch, Mädel. Die gibt's doch noch nicht da. Lese ich jetzt alles. Fick dich. Kein Freizeichen. Ich gehe nochmal nach da. Ich habe die Bücher jetzt hier unten gar nicht nachgeguckt. Issues of the Journal of Physiology and Bunch of Medical Books. Also Medizinbücher und ja, Physiologie. Keine Ahnung. Deren Namen sie nicht aussprechen kann. Gehen wir mal darüber. Plattenspieler. Da ist keine Schallplatte drin. Warum ist die Schranktür eigentlich aufgegangen vorhin? Von alleine wohlgemerkt. Noch eine Linse. Jetzt habe ich schon zwei davon gefunden. Da ist nix. Das ist eine ganz normale Bibliothek. Einige dieser Ausgaben sehen alt aus. Ist alles mit Staub bedeckt. Geht nicht an. Scheint kaputt zu sein. Es fühlt sich ein bisschen so an, als wenn sie mich angucken. Was sehen sie in diesem Raum? Hey? What did they see in this room? Das ist eine merkwürdig aussehende Maske. I think I've seen masks like this before. Maybe they are wahrscheinlich japanische Masken. Diese Masken beunruhigen mich. Quantum Mechanics, Quantenmechanik und funktionale Analyse. Keine einfache Lektüre. Ja, er hat einige sehr gute Abschlüsse. Das ist eine von der Universität of Chicago 1935. Boy, I'd love to visit Chicago. Sie würde gerne Chicago besuchen. Das Bild habe ich mir noch nicht angeguckt, oder? Ah ja, da habe ich ja die Linse gefunden. Ich dachte gerade, ich wäre da noch nicht dran gewesen. Okay, gehen wir mal hier durch. Ist verschlossen. Es gibt kein Schlüsselloch. Eine Bänkerlampe. September, aber heute ist es
kalt und dunkel. Der Herbst ist hier. Welcher mit Inventar? Oh Mann, ey. Muss ich jetzt wieder raus? Oh, Alter. Blöder Vogel. Ich geh mal wieder raus. Hier ist auch noch eine Tür. Was ist das? Nix. Wait, this isn't the crime scene. I need to investigate the study. Komm ich hier wieder raus? I can't leave yet. There's a story here. I know it. Weep, weep. Naja. Dann gehen wir hier halt wieder rein. Guck ich mal, ob ich die unteren Schubfächer hier auch noch aufmachen kann. Oh, guck mal, eine Schere. Eine Schere. I can use this to open that package in the other room. Yeah. Ist da auch noch was drin? Nee. Ja, dann gehen wir wieder zurück. Ne, weil es so schön war. Einfach mal fremde Pakete öffnen, warum nicht? Boah. Das ist noch ein Horrorspiel, wird hier. To Jay Herrera. It was sent from Downtown Grove. Jay Herrera? Wer war das? Kenn ich nicht. Sagt mir nix. Schere. Nicht something to cut it. Ja, mach das doch. Wie benutze ich die Schere? Kann mir das mal einer sagen? Schere? Press B or Menü voll. Alright, in and out, easy. Just have find some. Nur einige Beweise finden. Hey. Benutze ich die? Ah, okay. Quaidan. Es ist ein altes Buch. Es sagt Quaidan auf. Es steht Quaidan auf dem. Ja, Bund. Band. Keine Ahnung. Auf der Vorderseite. Was auch immer das bedeutet. Der Autor ist Lafcadio Hearn. Altes Buch. Das ist bestimmt das Buch, was hier fehlt, ne? Oh, die sollen mit diesen Jumpscares aufhören, ne? Das geht mir so auf den Sack. Och, Mann, bitte. Ich dachte, das wäre ein entspanntes Puzzlespiel hier, weißt du? So ein cooles Adventure. Und jetzt wirst du schon wieder zu so einem Horrorscheiß, ey. Ach, da oben kommt was rein, sorry. I can't push the book all. Sie kann das Buch nicht reinstellen. Es fühlt sich an, als wenn es etwas versteckt. Hä? Wait. Warte, da ist etwas im Weg. It's a flat triangular wedge. Ja, keine Ahnung. Irgendeine Ecke. There's some sort of foreign writing on it. Ach, das Ding. Okay. Boah, dieses Tuten geht mir auf den Keks. Warte mal. Das brauche ich. Dafür. Jetzt kann ich das hier drücken. Aber ich weiß die Reihenfolge nicht. Okay. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. I see the lens fit into the mask's eye sockets. Die Linsen passen in die Augen von der Maske.
wie ein seltsames Paar Brillen. Wie ein seltsames Brillenpaar. Och, Alter. Fick dich. Wer war das? Oh, kannst du mal bitte den Fernseher ausmachen? Jumpscare incoming.